schon wieder aus. Verdammt. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Irritierend, meinst du? Ich dachte, du stehst auf Zicken. Solange es Frauen sind? Dann hast du deine Königin gefunden. Schluss jetzt. Der Kreis der Elemente wartet. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Entschuldigung, ich habe gerade erst gesehen, dass das Mikrofon aus ist. Also, herzlich willkommen bei The Witcher 3. Geil. Ich rede und rede und rede und mir fällt es gar nicht auf, dass das Mikrofon aus ist. Also, ihr habt ja schon die Geschichte gesehen. Blablabla. Meine Kommentare eher unnötig. Von daher passt das. Ich habe nur gesagt, dass Kaer Morhen mir eigentlich jetzt sehr gut gefällt. Stell dir einfach vor, ich hätte gesagt, ja, oh, Kaer Morhen, super, Kaer Morhen, toll, Kaer Morhen, bla bla bla. Ich fühle mich wundervoll. So in etwa. Gott. Ich habe das Mikrofon vergessen. Ja, kommt davon, wenn man über das selbe Programm streamt. Als das, wenn man auch aufnimmt. Eine Hapür. Schuss. Ja, aber kein guter Stopp. Du Kackeviech.
diese Armbrust fast ein Vergnügen. So eine brauche ich auch. Und Game Over. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Oh. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Aha. Wie viele Zauberinnen hattest du denn? Hä? 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 Aber ich brauche nur die eine. Die eine und sonst keine. Denn nicht alle Männer sind Kommst Steine. Du mit Wiese mir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Okay. Das Haus am See. Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Na Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Boah, das kann durchaus mal passieren. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber er scheint das Boot auch nicht sehr oft zu gebrauchen. Also, von daher. Ja, ich glaube mal da vorne ist es. Da, wo die Monster sind. Hallo. Oh, Lambert, du bist ja richtig stark. Soll ich hier vielleicht ein bisschen die Arme greifen? So vielleicht. Man kann ja nicht so schwer sein, ein paar Trunkene zu töten. Oder meinst du nicht? Zack, zack, zack. Oh. Ein Wasserball. Das hat uns gerade noch gefehlt. Hey. Ja gut. 5 Monster sind tot. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt easy. Jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Das beschäftigt dich noch immer. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb 1 Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wese mir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Geh ins Boot. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Okay, gut. Weil ich will trotzdem jetzt erstmal hier looten. Das ist das schönste Monsterjagen. Den ganzen Loot einsammeln. Lambert, ich bin unterwegs. Ja.
So. Dann. Hü-hot, hü-hot. Mein treues Gefährt. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Aber schon cool. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Er dachte, er fängt einen Barsch. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Aha. Ich dachte, du bist Hexler, nicht Segler. Okay, fast da. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch hier? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der Reim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Klingt auf jeden Fall. Wir tun, was du willst. Also ich glaube tatsächlich, dass er recht hat, aber ich bin auch neugierig. Ich bin neugierig. Lass uns nachsehen, sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Und wir wurden verarscht. Oder? Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Na schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Ach, so ein paar Neblinge auch. Gut. Süß. Noch eine. Na komm, wo bist du? Das gedacht. Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar.
soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Ich wusste ja, dass es ein Fall war. Wenn ein Menschenleben in Gefahr ist, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Klar, der edle weiße Wolf kümmert sich immer um die Notleidenden. Er ist mehr Heiliger als Hexer. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Er hätte ja auch nicht mitkommen müssen. Ich hätte auch alleine nachgesehen. Und ganz ehrlich, viel hat er auch nicht dafür dazu beigetragen, dass jemand zu Tod gehen. Wir können das natürlich auch mit dem Witcher rein theoretisch so machen, dass ich jetzt noch die Hauptstory zu Ende spiele und dann machen wir die restlichen Nebenaktivitäten und so weiter irgendwann beim Stream. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Könnt ihr aber entscheiden, wie ihr das gerne hättet. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettwanst! Mhm. Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Sicher. Ja, um Speerspitze aufzuwecken. Entspann dich. Bin bloß ausgerutscht. Warum kaputt machen? Was? Ich hab was im Auge. Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Hopp. Warum kaputt machen? Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Oh, steht ziemlich gut da. Was ist eine Speerspitze? Also eigentlich will ich Speerspitze gerne herausfordern. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Ich wäre lieber vorsichtig. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Ja, alles kann gefährlich werden, wenn man nicht richtig aufpasst. Ha! Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hey.
Xerse nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Wechsel sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Oh. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Idiot. Na, wollen wir gucken. Hexasse. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexasen, verstanden? Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexasen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich doch einfach reden. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen. Wir kaputt hauen. Okay. Gut. Wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Tja. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen. Nachdem du sie vielleicht hast. Roll dich nachher bei Eskel aus. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Echt jetzt? Er beleidigt die Trolle und beschwert sich dann, dass sie mit Steinen werfen? Der gehört auch gesteinigt. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Und wer sagt einen Mann? Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Okay. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Hallo, ich will... Sehr schön. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause.
Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Axi hat dein Leben gerettet? Wie? Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Du musstest sie nicht selbst töten. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber, also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Hast du es so sehr, ein Hexer zu sein? Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Ja, ich kann es mir vorstellen. Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Tja. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Interessante Geschichte. Fürwahr, fürwahr. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Jetzt brot er mich auch noch. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Dann geht's zurück zur Festung. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Einige Stunden später. Neue Quest, wie man einen Gabelschwanz anlockt. Ja, aber dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei The Witcher 3 wieder. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir jetzt gerade. Es ist einfach schön in Kaer Morhen. Und das Beste ist, wenn wir das hier fertig haben, wir können so viel hier rumlaufen und erkunden. Ich habe noch gar nicht auf die Karte geguckt, ne? Also ich habe es ja schon mal gesehen. Ist hier am See und da ist dies und das ist nicht erkundete Ort. Nicht erkundete Ort. Na, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich werde hier noch ein bisschen genießen müssen. Aber okay. So viel dazu. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dato sage ich tschüss und bis dann. Bye.